Moin moin, herzlich willkommen zum neuen Video auf Lukas Kanal. Heute mal wieder aus der Sicht der Blümchens. Und den Herpes. Oh ja. Guck mal da. Schöner Herpes, geil. Wir sind jetzt um 9.50 Uhr unterwegs zur Strecke nach Schenkenhaus mal wieder. Treffen uns da mit Luca, Jonas, also JD, Erik Brandt und haben heute einfach einen geilen lustigen Tag, würde ich sagen. Tschüss. So, willst du jetzt eine Ansprache machen? Nee, kannst du auch nicht, siehst du. Luca übernimmt du das. Sag dann erstmal, was hier los ist. Ich bin heute im Trainingslager von LC171 angemeldet. Und wo ist der Trainer? Der Trainer ist nicht da. Der kommt noch. Der kommt noch. So war jedenfalls der Plan. Und dann, ja, wird er mich trainieren. Weil darum halt. Okay, danke. Sehr gute Aussage, Kaya. So, Brandt, Faran und JD auch am Start. Moin moin! Für wie ein Tonjuel. Geil. Ja, Luca muss auch gleich da sein. Gage ist schon erst in Turn gefahren. Was sagst du, Fazit? Ist ja echt unsympathisch, wa? Ja, so kommst du, ey. Eieiei. Alles für Greta. Welt. Woo! Dicker AGS, ich bin jetzt Factory. Schön. Kajas Factory-Fahrerin. Alter. Swan Labs. Swan Labs. Na, Püppchen? Ja, what's poppin'? Ich hab schon angeteasert, dass wir heute Training haben. Ja. Aber der Trainer kommt zu spät. Nee, der Trainer kommt nicht zu spät, Mausi. Schönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen, LC171. Ne? Ja. Oh, Mahlzeit. Oh, das war die Müllermilch gerade noch. Die wollte wohl zu mir. Willst du erstmal deinen Freunden Hallo sagen, ja, so als guter Freund? Ja. Fink! Na? Chef? Ja, zwei. Digga, was ist denn hier heute los? Simuliert er, dass ihm der Fuß wehtut von gestern? Da muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Aber. Gestern habe ich Timo. Mann, jetzt hier so laut! Gestern habe ich Timo so ein Schloss vom Hänger auf den Fuß fallen lassen. Und jetzt ist sein Zeh übelst blau. Und jetzt hat er heute gesagt, Digga, ich kann nicht fahren. Ich dachte so, nein! Er ist extra deswegen zu mir gekommen, den Hänger holen. Und jetzt kann er echt nicht fahren wegen dem Scheiß, weil ich ihn so auf den Fuß fallen lassen habe. Aber egal, dann kannst du ja ein bisschen rippen. Geil. Aber Strecke aber sieht richtig. Glatt wie Sau. Ja, Strecke, aber der Step-Up sieht richtig geil aus. In Kurve. Wie nochmal? Hör mal, wir sind auf jeden Fall heute hier, Schenkenhorst, mal wieder, ne? Aber ich fahre heute nicht, weil ich habe noch leichte Mandelentzündung. Mach ein bisschen Training, würde ich es jetzt mal nennen. Ne? Okay. Auch witzig. Und zeigen den Big Boys mal, wie das hier richtig funktioniert. Ja, ich glaube, ich bin auch der Einzige hier, der ohne 23er KTM, aber ja, ist halt so, wa? Wenn, kann ja alles haben. YouTube ist halt, ne? Müsst ihr ein bisschen mehr gucken, dann kann ich auch hier. Hier, das ist nämlich direkt erster Trainingstag, musst du auch einfach mal aufmachen den Hahn. Ne, Kaya? Stehen lassen, Bein zur Seite. Hier nach vorne ist Quatsch, zur Seite muss es. Ah ja, okay. Ne? Dass die nicht wissen, mir gehört die Strecke. Ja, stimmt. Ich bin Bürgermeister. Herr Bürgermeister Klaassen.
dann kann man sich ja an sie wenden, falls irgendwelche Probleme sind oder. Ah ja. Einfach eine WhatsApp. Aber um die Aufmerksamkeit zu generieren, erstmal als Frauen mit Nacktbildern erstmal. Okay. Mann, Freunde, ihr glaubt nicht, wie viel Bock ich hätte heute zu fahren, Alter. Es ist schon wieder so zum Kotzen, ey. Vor allem geht's mir richtig gut heute, ne? Aber egal. Oh, Alter, schon wieder zu viel Trampolin springen, zu viel Pool. Ich glaube, ein bisschen mehr Motocross würde an den Schaden, so ein bisschen mehr Fitness. Ist das so, ja? Hast du meinen Arsch gesehen? Ja, schön, danke. Deswegen muss ich drin. Digga, den davor kannst du eigentlich so abklappen, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, ruhig. Ich bin erster Turn, Alter. Im ersten Turn muss der Scrub schon sitzen. Ja, eigentlich hat er recht, Digga. Eigentlich darf's denn. Eigentlich ohne Scrub ist er eigentlich auch ganz einfach. Aber egal, dafür bin ich ja heute da, Freunde. Training mit LC. Einfach nämlich quer. Okay. Ja, gerne. Und jetzt ist der Plan, hier ein bisschen auf locker Training hier. Aber auf witzig. Also ich zeig dir richtig, wie man fährt hier. Ja, will ich auch sehen. Ja. Können. Quer wie die Hölle. Hier ist ein Cowboy! Hey, howdy, honey. Straight from Texas. You say? I come from the beautiful city Potsdam. Potsdam? So it's a farmer. Farmer city, so yeah. So yeah. Howdy. Howdy. Kaya wird heute hier mal ein bisschen wie erklärt. Bring Kaya heute Step-Up-Springen bei, quer machen. Turn-Down-Whips, Stoppy into Corner, so eine Sache halt. Also was Basics. Und Titel ist, wir bringen Chaya Motocross bei. So ist der Plan. Kaya, Digga, die sind ja ganz stramm. Ja, natürlich sind die stramm. Die sind ja ultra schnell. Natürlich sind die schnell. Du kannst bestimmt quer machen. Whoop! Whoop! Ein paar Sekunden später. Hier Training jetzt. Ich muss hier noch Fahrwerk. Fahrwerk müssen wir noch machen. Fahrwerk, Lenker, Dämpfung, Gabeldriften. Ja, wo ist die Kleine? Training heute. Ja, wenn die nicht richtig fährt, Alter, klopp ich die vor eine Karre. Ist der Boden hier, was ist hier? Was ist hier los? Ja, das ist gut, Werksboden, Werks ist das hier heute. Lange da hinten ist er, da hinten, Mann, ich muss aber fahren jetzt hier auch! Mann, ey! Ah, Mann! Jetzt fährt die runter in der ersten Runde hier, oder was? Warum bezahle ich denn die ganze Sache hier? Mann, ey! Stimmt hier irgendwann nicht an der Karre, oder was? Guck mir an, wenn ich mit dir rede. Ich stehe hier, teste Boden, mach Fahrwerk, kauf ein Motorrad und du fährst die Einführungsrunde wieder nur halbjahrs. Nicht ein Whip, nicht ein Scrub. So, ich will jetzt hier mal ein bisschen Leistung sehen. Ich zahle die ganze Scheiße hier nicht umsonst, Mann. So, ruf auf die Strecke jetzt hier. Den holst du jetzt, aber sofort. Was? Nein! Da ist kein Druck. Druck auf die Karre. Ja. Kick mir so blöde! Bein raus, Mann! Kann doch nicht sein! Oh, und raus! Warum denn raus? 20, Mann! Mausi! Nee, komm! Runter, glatt ein jetzt hier! Das kann ich mir hier alle nicht mehr angucken! Runter, Abfahrt! Wir fahren nach Hause hier! Scheiße! Hier, nimm die Karre jetzt! Mann! Oh. Brauchst du nicht unten gucken? Hier, ich bin hier! Verstehst du das? So sauer bin ich! 15.000 Euro jedes Jahr und die fährt hier 4 Runden auf Halbgas oder was. Kann ich auch nichts mehr zu sagen. Schluss jetzt hier, Schluss! Ja, Jared, gleich gibt's ein Rennen. Na, aber, glaubst du gar nicht. Ey, mach Mitstart. Mit Vorstart aber auch. Mit 10 Minuten. 10 Minuten. Digga, jetzt ziehen wir durch. Gleich ist Kaya gegen Jared, Alter. Alter. Sieht ich sexy aus? Ja. Kannst du mal lachen, Alter? Ich hab mir gerade die komplette Fresse mit Eis voll. Ich fand's echt witzig. This is Johnny Knoxville! This is what we're like, baby! Woo! Woo! Jawohl!
einfach. Der kann crossen wie die Hölle gerade. Das ist, was ich die ganze Zeit bei dir angesprochen habe. Er macht es einfach. Verstehst du hier? Arme runter. Ne? Ja. Auch schön hier. Rücken krumm. Arme runter. So die Füße. Dann hast du eine schöne Haltung auf dem Moped. Ich stelle mich jetzt da vorne hin mit Kaya, mit der Kleine, verstehst du? Und dann gucken wir mal hier rüber. Immer viel zu schnell auf dem Sprung. Wirklich viel zu schnell. Und einfach nur so. Ja. So, ich will jetzt. Ich gucke auf die Uhr. 10 oder was? 30er Turn. 30er Turn plus 2. Machst du auf Express. Schisse. Nicht 35. Nee, 30. Heute ist 30, großer. Ich meine auch, wenn du mit mir redest. Abfahrt! Woo! Geil, Alter! Schön, schönes Ding. Schön. Nee, doch, ist gut. Das ist richtig so schick vor. Schönes Ding, Timo. Nee, das ist gut. Das, was du nicht hingekriegt hast. Das nenne ich ein professionelles Training an der Stelle. Und nach einer Runde, Kaya. Nach einer Runde standst du hier wieder außerhalb von der Strecke. Wisst ihr was? Unter uns reden, ja? Unter uns reden. Deswegen bist du mein Lieblingssohn. Und jetzt rum auf die Strecke hier! Ja, yeah, give it to me. Rennen von Kaya. Ein Battle, es ist ein heißes Battle. Kaya vorne! Kaya vorne! Jawohl! Garrett, fahr hier in die Karre! Hey, auf wen setzt du, Jonas? Auf wen setzt du? Garrett, komm von hinten, sagst du? Letzte Runde, ich sage dir, das ist es. Los, Kaya, hol dir! Yes! Digga, Kaya hat die nochmal geholt! Das Ding geht an die Frau. Wie ist die Runde lag? Also lag am Anfang. Woo! Kaya for the win! Alter! KJ for the win, erster Platz! Ja, Leute, Junge, hast du geholt und dann wieder abkochen lassen dich. Weniger saufen und rauchen. Ja. Aber ihr seid jetzt beide Gas gefahren, ne? Ja, also so das geht. Digga, ihr seid ja wirklich fast gleich schnell. Also gleich schnell. Hast du vorhin Alter. Den Typen gesehen, der hinten stand? Dieser Spaß da hinten. Ja, ja. Ach du Scheiße, ja. Der, hat dich, der hat dich die ganze Zeit angeschrieben, ja, ja. Ne? Das ist ein Kumpel Trainer. Trainer? Ah, okay, gut. Alter, was ist denn hier los, ey? Alter. Ey, zum Glück seid ihr keine Beziehung, weil sonst wäre ein bisschen scheiße hier. Wenn das abends auch so läuft, dann geil, Mann. Den mal einmal. So, jetzt geht noch ein bisschen Minibike, ne? Jonas musst du setzen heute aus. Los, komm jetzt. Oh, ey, Alter, was machen wir hier bloß? Ist doch echt assi mit den Typen, Alter. Ich hab keinen Bock. Wirklich, der Junge, der ist einfach kaputt. Digga, das fühlt sich so falsch an mit Minibike, Alter. Digga, das ist nicht für Minibikes gemacht, das Ding. War wirklich sauber die Geschwindigkeit fahren, als ist wirklich ein cleanes Ding. Mir geht's gut, gell? Warst du drauf? Ah, war gut, Leute! War gut!
Aber geschanzt immer noch. So, pack mal ein oder was? Wir packen ein. Packen sehr ein. Gut. Aber wir beenden hier auch direkt das Video. Alter. Eigentlich wollte ich mich heute schon, aber hat nicht so ganz geklappt. Ne? Also es war doch relativ wild, relativ viel Action. Ihr habt selber gesehen, ich danke euch wieder von Herzen fürs Zuschauen. Danke, dass ihr den Kanal abonniert habt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer LC. Ciao.